Wir sind am 4. April über Pager alarmiert worden zum Brand im Fendertunnel. Die Alarmierung war ein Brand von einem LKW mit Heu beladen. Über den Querschlag haben wir das Ganze dann in die Brandtunnelröhre gequert und sind dann mit dem Fahrzeug vorgefahren und haben dort eigentlich schon gesehen, dass das Fahrerhaus und das Heck vom Fahrzeug eigentlich im Vollbrand war. Auf das eine haben wir einen Löschangriff gestartet von der Haspel weg mit 1.7 und Druckluftschaum, haben im ersten Löschangriff einmal das Feuer im Motorraum sehr rasch und sehr schnell eindämmen können, haben in weiterer Folge dann auch die Tunneldecke bzw. der Bauwerkschutz in Angriff genommen, was auch sehr gut funktioniert hat durch den Druckluftschaum, der ja hervorragend auch an der Tunneldecke und am Bauwerk haftet und somit eine super thermische Dämmung bewirkt. Und in weiterer Folge haben wir dann die weiteren Löschangriffe gestartet, indem wir das Ladegut dann abgelöscht haben. Auch dort hat sich der Druckluftschaum als hervorragend erwiesen, weil wir mit recht wenig Wasser, mit Schaum, eine super Eindringtiefe in das Ladegut gekriegt haben, dadurch eine super Kühlwirkung. Und wir waren eigentlich recht schnell Herr der Lage und haben das Feuer eigentlich super in den Griff gekriegt. Unterstützt sind wir dann noch von der Feuerwehr Lochau, die von der anderen Seite den Löschangriff unterstützt hat.